Heute habe ich die Ehre, Herrn Manuel Höferlin zu begrüßen in unserer kleinen Reihe Marktplatz Digitalisierung. Herr Höferlin ist Mitglied des, unter anderem, ich kann eigentlich alle seine Funktionen hier aufzählen, Mitglied des Bundestages und er ist Vorsitzender und das erklärt auch, warum er in unserer Reihe sich auch bereit erklärt hat und das sehr gut passt. Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda des Deutschen Bundestages. Und wir haben uns ja eben, das ist ja das Thema unserer Reihe, auf die Fahnen geschrieben, uns da auch besser aufzustellen, weil wir die große Herausforderung erkannt haben und wissen, dass viel zu tun ist. Es trifft noch ein bisschen, wir sind ja daran interessiert, Personen auch was mit verschiedenen Hintergründen zu bekommen. Sie sehen im Hintergrund den Rhein. Also was uns verbindet, ist Rheinland-Pfalz. Herr Höferlin kommt aus Rheinland-Pfalz und wir sind ja auch in Rheinland-Pfalz angesiedelt. Aber er kommt nicht nur aus der politischen Welt, sondern er hat auch eine Vergangenheit als IT-Unternehmer. Also von daher finde ich es auch sehr interessant, dass hier wieder verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und ich freue mich auf das folgende Gespräch und ziehe mich an dieser Stelle jetzt zurück erstmal. Ja, Herr Höferlin, auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Reihe. Fangen wir mal mit dem Aktuellen an, Stichwort Corona. Vielfach wird ja Corona als Treiber der Digitalisierung bezeichnet. Auf der anderen Seite deckt Corona aber auch verschiedene Lücken auf, etwa jetzt Homeschooling oder Homeoffice oder Unternehmensbeihilfenabwicklung. Gesundheitsämter arbeiten häufig noch mit Handzetteln oder mit Fax bis hin zum ganzen Impfprozess einschließlich App. Wie sehen Sie die Rolle von Corona in diesem Prozess der Digitalisierung? Ja, Herr Hill, vielen Dank erstmal für die Möglichkeit, heute bei Ihnen zu sein. Freue mich sehr. Ja, Sie haben es eigentlich vorweggenommen. Corona, die ganze Pandemiesituation hat natürlich auf der einen Seite schonungslos offengelegt, wo wir schon seit Jahren Defizite haben. Es ist ja nicht so, dass wir Vorreiter in der digitalen Transformation in Deutschland gewesen wären. Oftmals wurde es zwar angekündigt, aber letztlich nicht wirklich umgesetzt. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen Digitalisierungsschub dort erzeugt, wo es quasi nicht anders ging. Also Sie haben selbst die Beispiele eigentlich aufgezeigt. Ich bin auch Vater von drei Kindern. Also der digitale Schub in den Schulen derzeit ist ja nur deshalb möglich geworden, weil es einfach nicht anders ging. Man stelle sich vor 2 Jahren hätten Eltern gesagt, ich möchte gern, dass mein Kind zu Hause digital beschult wird. Das kommt dann auch einmal im Jahr zu Prüfungen in die Schule. Wäre das Argument gewesen, das geht ja überhaupt gar nicht. Und jetzt muss es eben gehen. Ich will nicht sagen, dass das optimal ist. Ich würde mir auch wünschen, meine Kinder würden einfach wieder Zeit in der Schule verbringen können, weil es fehlt natürlich etwas. Und das ist genau das Gleiche, was wir auch in den Unternehmen, in den öffentlichen Verwaltungen, bei Ihnen wahrscheinlich auch in der Hochschule erleben. Auf der einen Seite kann man sehr gut Inhalte digital vermitteln, man kann gut miteinander arbeiten. Ich sage es jetzt mal ganz brutal, die Technik war eigentlich schon lange da. Die Struktur, die Arbeitsweise wurde einfach nicht gelebt und war nicht vorhanden, wurde einfach nicht aufgebaut. Aber wir wissen auch alle und merken jetzt mehr denn je, dass bei allen Vorteilen wir auch schätzen lernen, zusammenzukommen. Um es mal ganz brutal zu sagen, also meine Kinder wünschen sich jeden Tag mehr, wieder mit ihren Freunden in der Schule zu spielen. Und ihnen geht's vielleicht wie mir. Ich würde auch ganz gerne mit Kollegen ab und zu mal wieder am Rande einfach was besprechen. Das geht in Videokonferenzen natürlich schlecht. Aus der politischen Brille muss man sagen, wir sind dringend aufgefordert, jetzt so eine Art Lesson-Learned-Phase anzugehen. Und das ist auch das, was ich erwarte von der Bundesregierung und vermisse, muss ich ehrlich sagen. Jetzt kann man sagen, gut, wir sind noch mitten in der Pandemiebekämpfung, da hat man keine Zeit, aber man muss das jetzt beginnen, man hätte es auch beginnen müssen. Man hätte bestimmte Dinge auch früher beginnen müssen, nach der ersten Phase letzten Sommer schon. Wir merken, dass auch diese Zeit nicht richtig genutzt wurde. Und manche Dinge können wir nicht ad hoc aufholen. Also wir haben gerade im Vorgespräch, darf ich verraten, über Breitband gesprochen. Ich kann natürlich nicht sofort Breitband in alle Häuser bringen. Aber jetzt hört vielleicht diese Debatte auf, die ich immer wieder erlebt habe. Ja, wozu braucht man denn so viel Breitband? Also wenn man 3 Kinder hat und zu zweit Homeoffice zu Hause macht, dann hat man einen Bedarf an Breitband plötzlich. Und ich prognostiziere, das wird auch nicht weggehen. Und ehrlich gesagt hoffe ich auch, dass wir die Chance nutzen, das, was jetzt alles geschieht, umzusetzen in eine echte digitale Transformation in Deutschland, weil die anderen Teile der Welt werden es tun und da werden wir nicht hinterherhängen dürfen.
Ja, Sie sind Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda im Deutschen Bundestag. Das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, ein Querschnittsausschuss. Normalerweise folgt ja die Struktur der Ausschüsse der Struktur der Bundesministerien. Aber in den Bundesministerien ist das Thema Digitalisierung ja auf verschiedene Häuser verteilt. Nun gibt es den Vorschlag, ein Digitalministerium einzurichten beim Bund. Das bräuchten natürlich auch entsprechende Kompetenzen. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Das ist ein ganz hervorragender Vorschlag. Das sage ich vor allen Dingen deswegen, weil er auch maßgeblich von mir kommt und ich ihn auch ausgearbeitet habe innerhalb der FDP und mal konkret mit einem Organigramm unterlegt habe, übrigens schon vor 3 Jahren. Ich beobachte ja die Situation der Digitalisierung und ich bin ja eigentlich eher ein Freund zu sagen, der digitalen Transformation. Das ist die Aufgabe, vor der wir stehen in Deutschland. Und 2009, als ich in die Bundespolitik gekommen bin, hatten wir, man kann sagen, 3 Digitalminister, Wirtschaft, Innen, Infrastruktur, Verkehr. Danach hatten wir 5 Digitalminister, da kam noch der Justizminister dazu und Bildungs- und Forschungsminister. Und jetzt im Digitalausschuss haben wir die Bundesregierung am Anfang der Legislatur gefragt, wer ist denn für uns zuständig? Und dann war die Antwort, jeder Minister ist Digitalminister, woraufhin wir alle Minister eingeladen haben, uns über ihr Digitalprogramm zu berichten. Es zeigt die Krux. Und wenn wir mal sehr nüchtern anschauen, woran hapert es denn, dass digitale Transformation so schleppend vorangeht, ist einer der Gründe, dass die Ressorts nicht miteinander in eine Richtung am Strang ziehen, sondern viele Ideen entweder sich widersprechen, dass auf der Arbeitsebene seit Jahren andere Prozesse angestoßen werden. Teilweise gibt es parallele Entwicklungen, die nachher nicht zusammenpassen. Oder um es mal aus der Sicht der Wirtschaft, Sie haben am Anfang gesagt, ich komme aus der Wirtschaft, um es wirtschaftlich zu sehen, es fehlt einfach ein Projektmanagement. Die Bundesregierung kann kein Projektmanagement im Bereich digitale Transformation. Das ist das größte Problem, was wir haben. Das heißt, wir brauchen einen Projektmanager für die digitalen Transformationsprojekte. Und das ist ein Baustein davon, ist ein Digitalministerium, das eigene Kompetenzen hat. In den Kernkompetenzen, also Digitalisierung der Verwaltung, bei der Infrastruktur, bei zum Beispiel der IT des Bundes, also die IT-Konsolidierung des Bundes ist ja ein Trauerspiel seit Jahren, das ist auch verteilt über Häuser. Außerdem braucht dieses Digitalministerium eine starke Funktion in der Koordinierung von Ministerien, weil was nicht passieren kann, ist, dass das Digitalministerium bessere Gesundheitspolitik macht als das Gesundheitsministerium oder bessere Wirtschaftspolitik als das Wirtschaftsministerium. Aber im Digitalministerium ist sozusagen die Kernkompetenz und das Projektmanagement-Know-how für Digitalprojekte, während die Fachkompetenz mit einem Tick Digitalisierungsverständnis hoffentlich in den Fachministerien ist. Das zu koordinieren, ist die Kernaufgabe. Ich bin auch froh, dass inzwischen fast alle anderen Parteien im Laufe der letzten 3 Jahre sich unserer Meinung angeschlossen haben. Die Frage ist nur, wie es ausgestaltet wird. Ich hoffe, es wird nicht ein Ministerium, das irgendwo dran geklatscht wird. Das wird nämlich nicht funktionieren. Letzter Satz dazu. Es ist unbedingt notwendig, dass Politik sich insgesamt transformiert, digital transformiert. Das fängt an mit anderen Vereinbarungen. Im Koalitionsvertrag darf da nicht stehen, bis 2029 haben wir den Breitbandanschluss, sondern es sind Sachen, die innerhalb einer Legislatur abgeschlossen sein müssen, weil Projektmanagement funktioniert so, dass man die Kontrolle noch darüber hat und auch die Meilensteine nachher überprüfen kann. Zweitens, man muss anders miteinander arbeiten. Das heißt, es muss projektorientierte Arbeiten mit mehr Jour Fixes, auch auf höheren Ebenen mit Staatssekretären. Und Sie haben völlig recht, im Parlament muss der Digitalausschuss natürlich dann entsprechende Rolle bekommen. Im Moment sind wir fast immer mitberatend, außer bei 2 Themen. Ein Thema liegt gar nicht vor, die Datenstrategie der Bundesregierung. Dafür sind wir später noch dazu. Aber noch gar nicht. Und die Digitalstrategie der Bundesregierung ist ja keine Strategie, für die wir auch nicht. Also das muss auch geschehen und im Bundestag muss sich viel ändern. Also wir haben ein Riesenproblem. Die Politik ist nicht digital transformiert, das ist die Aufgabe. Gut, digitale Transformation, braucht man dazu nicht auch eine andere digitale Kultur in den Häusern? Ich habe vor einem guten Jahr im Deutschen Bundestag ein Symposium moderiert. Da haben alle 18 Bundesministerien ihre Experimente im Bereich der Digitalisierung vorgestellt. Und dann gab es ja den Hackathon im Bundeskanzleramt, Wir versus Virus, und die PGDIT im Bundesinnenministerium und verschiedene Digital Natives, die dann ein Praktikum sozusagen in Bundesministerien gemacht haben. Wir haben auch ein Interview in dieser Reihe mit 2 solchen Digital Natives gemacht und da haben wir darüber diskutiert, ob da nicht ein Cultural Clash, also ein Aufeinanderprallen zweier Kulturen,
klassische Max-Weber-Welt sozusagen und moderne Start-up-Denken passiert ist. Wie sehen Sie denn die Kultur? Ist die denn geeignet für die Digitalisierung in den großen Ministerien? Das ist Teil der digitalen Transformation, die tatsächlich ansteht. Sie haben völlig recht, solange im Bundeskanzleramt intern noch mit Rohrpost die Nachrichten zugestellt werden, das ist leider kein Witz, oder wir unsere Fragen an die Bundesregierung innerhalb des Bundestages entweder per Hauspost oder per Fax versenden dürfen, solange sind noch grundlegende Defizite im Verständnis der Zusammenarbeit. Ich kann aus unserer Sicht der Freien Demokraten sagen, wir haben das Glück und das Pech gehabt, dadurch, dass wir 4 Jahre nicht im Bundestag waren, neu anfangen zu können in 2017. Und wir haben unsere komplette Fraktionsarbeit digital aufgestellt in einem Intranet. Alle unsere Prozesse von der ersten Idee bis zur, allein schon der Begriff ist ein Fehler, Drucksache des Bundestages. Also es sind schon die Begrifflichkeiten des Bundestages, die manchmal zeigen, woher der Gedanke ist. Die Drucksache des Bundestages, bis es dahin geht und abgegeben wird, ist alles bei uns im Intranet. Wir haben jeder kann lesen, jeder kann kommentieren, die Fachpolitiker können dran schreiben. So wie das heute eigentlich in Unternehmen, naja, oftmals selbstverständlich ist, im Bundestag ein absolutes Novum war. So arbeiten wir jetzt die ganze Legislatur. Aber sobald es unsere Fraktion verlässt, betritt es eben das Word-Zeitalter. Wir haben immer noch als Hauptaustauschknoten, wenn es digital wird im Bundestag, das RTF-Dokument. Nichts gegen das Format, aber das ist halt einfach für digitale Transformation ungeeignet, weil wenn Sie das nächste RTF-Dokument hinterher schicken, Sie nur noch überschreiben, aber nicht mehr ergänzen können. Für uns ein Riesenproblem. Wir haben schon seit 3 Jahren angeregt, da mal XML-Dokumente zu erstellen, damit wir sowas wie Tagesordnungen des Plenums bei uns in unsere Datenbank ordentlich einspielen können. Wir haben jetzt so einen Copy- und Paste-Beauftragten, der dann aus dem RTF-Dokument die richtigen Sachen wieder in neue Datenbankfelder bei uns kopiert. Das zeigt ungefähr den Stand. Und Herr Hill, Sie haben völlig recht, so kann man nicht digital transformieren. Auch in den Ministerien wird es schwer. Allerdings muss man auch zugutehalten, da gibt es die Erkenntnis, ich habe überhaupt den Eindruck, dass diese Bundesregierung kein Erkenntnisproblem hat, sondern eher ein Umsetzungsproblem, siehe Digitalministerium, deswegen ist es so nötig. Es gibt kein Problem bei der Erkenntnis und wir wissen eigentlich, wohin wir müssen, übrigens seit Jahren. Es wird halt nur nicht gemacht, weil das Projekt nicht läuft. Und das ist ja oft so in der Politik, Erkenntnis und Umsetzung fallen auseinander, leider. Nun hat die Bundesregierung ja verschiedene Strategien erlassen, ja, KI-Strategie, Blockchain-Strategie, auf die Datenstrategie warten wir immer noch. Kann man mit Strategien allein die Welt verändern? Die Frage beantwortet es, nein, kann man natürlich nicht. Übrigens ist die Frage, sind das überhaupt Strategien? Also die Digitalstrategie, ich bin ja auch hier, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, nehme ich an, Digitalstrategie, weiß ich inzwischen, ist so entstanden, dass das Bundeskanzleramt, das ja koordinieren soll, über den Digitalstaatsminister Braun und seine Digitalstaatsministerin, Bundesminister Braun, Staatsministerin Bär, die haben abgefragt, die Ministerien, mit einer Fristsetzung und sehr kurz vor Fristende sind dann sehr viele Einzelprojekte reingekommen. Das sind über 100 Einzelprojekte, die aber über alle Ministerien, die aber keine Verbindung zueinander haben, keinen Zeitplan zueinander haben, die nicht aufeinander aufbauen, sondern die einfach nebeneinander stehen. Das ist keine Strategie. Das ist im besten Fall ein erstes Brainstorming, um mal einen Überblick zu bekommen, was in den Häusern läuft. Dabei ist es aber leider geblieben. Also jedes Haus muss weiter seine Dinge selbst erledigen. Es gibt keine koordiniertes Projektmanagement, sodass die Projekte aufeinander aufbauend irgendwie vorangehen. Es gibt ein paar gute Entwicklungen, gebe ich zu. Also im Innenministerium macht der Richter, der Staatssekretär Richter, ich glaube, Sie haben mit ihm auch schon mal gesprochen, einen sehr guten Job. Ich bin da nicht oppositioneller aus Prinzip, sondern um Dinge voranzutreiben und zu kritisieren. Er kann Projektmanagement, das merkt man auch. Und immer wenn wir mit ihm sprechen, merkt man, dass er auch eine Vorstellung hat, wo es hingeht. Innerhalb des Hauses klappt das auch zunehmend besser. Noch nicht optimal, aber immer besser. Aber an den Grenzen des Hauses wird es eben doch immer schwieriger. Und es gibt viele Projekte, die natürlich über die Häusergrenzen hinweggehen, wie zum Beispiel Gaia-X, was aus dem Wirtschaftsministerium kommt, aber an dem eigentlich alle Häuser mitarbeiten sollten und es nicht tun. Und bei den anderen Strategien völlig richtig, die Datenstrategie haben wir noch nicht. Also wir werden jetzt als Opposition sowas Ähnliches mal vorlegen. Wir haben eigentlich gedacht, wir legen das mit der Datenstrategie der Bundesregierung vor, aber vielleicht machen wir es dann jetzt ohne. Die KI-Strategie ist ein sinnvolles Papier, möchte ich gar nicht abstreichen. Auch die Blockchain-Strategie, die kam allerdings viel zu spät und ist zu kleinteilig. Da
würde ich mir auch wünschen, man würde mal ein Projekt oder zwei oder drei aufsetzen, die auch fertig sind. Und es böte sich in der Verwaltung gerade massiv an, mal Blockchain-Technologie testweise zu machen. Gerade bei öffentlichen Registern, die dezentral sind, ist das perfekt. Und da muss auch nicht jeder mitmachen, kann man später dazustoßen. Und der Bund könnte eine Plattform bieten, bei dem die Länder und Kommunen mitmachen könnten. Sowas hätte ich mir gewünscht. Leider Fehlanzeige. Na ja, gut, also vielleicht geht es ja doch demnächst noch etwas schneller vorwärts. Also Strategie ist das eine und Umsetzung ist das andere. Ein Megaprojekt in der Umsetzung ist ja das Online-Zugangsgesetz und jetzt eben ergänzt durch die Registermodernisierung. Manche sagen ja, die Registermodernisierung bräuchten wir gar nicht mehr, wenn wir Blockchain hätten. Wie sehen Sie denn den Stand der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes? Schafft man das in der vorgesehenen Zeit oder gibt es da Probleme auch, dass das ein oder andere Land oder die ein oder andere Kommune doch irgendwie Sonderwege gehen? Also ich fange mal mit dem Online-Zugangsgesetz an. Im Prinzip ist der Gedanke ja völlig richtig, der dahinter steckt. Die Krux ist eigentlich die Struktur, die darunter steht. Auch da ist vieles zum Positiven gelaufen. Herr Richter, der Staatssekretär Richter, hat einen besseren Ansatz vorangetrieben als sein Vorgänger Fit, empfinde ich zumindest so. Die Länder haben ja in Workshops eigene Ideen für die Plattform und für bestimmte Prozesse in der Verwaltung eingespart. Das funktioniert ganz gut. Am Ende wird es aber nicht so sein, bin ich ziemlich sicher, dass wir nicht zum Ende dieses Jahres die 575 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert haben. Das Problem ist auch, dass viele Kommunen das gar nicht mitgehen, den Weg. Ich selbst bin ja auch noch Kommunalpolitiker und bemerke, dass in Kommunen lieber noch über einen redundanten zweiten Serverraum gesprochen wird mit verfügbarem Geld, als über eine redundante zweite Internetanbindung, um die Rechenoperationen vom Rechenzentrum des Landes, auf denen dann vielleicht die verwaltungsmodernisierten Dienstleistungen liegen, die Hundesteuer zum Beispiel, dort abrufen würden. Nein, das muss im eigenen Keller gerechnet werden. Ich frage mich dann immer, wie soll jede kleine Verbandsgemeinde oder Kommune in anderen Bundesländern einen eigenen Prozess komplett aufsetzen, den durchziehen für jede einzelne Verwaltungsleistung, die jetzt ja nicht die Cash-Cow ist. Also Hundesteuer einzuziehen, ist ja jetzt nicht so, dass man damit wahnsinnig viel Geld verdient, sodass man noch teuer einen Prozess aufsetzen kann. Mein Unverständnis darüber muss ich immer wieder zum Ausdruck bringen. Warum wird das nicht viel stärker getrieben? Vielleicht darf ich, auch wenn Sie es vielleicht noch auf dem Plan haben, zu Gaia X kommen. Ja, das wäre nämlich ein Teil der Lösung. Eine Cloud-Plattform, auf der auch Verwaltungsleistungen liegen. Also dieses Innenministerium spricht immer gern von der Bundescloud. Ich hätte gerne eine Cloud, weil ich glaube, wir werden uns auch verzetteln, wenn wir eine Bundescloud, ein Gaia X, eine Gesundheitscloud und eine Bildungscloud aufziehen, sondern wir brauchen eine Plattform, eine Struktur, die kann man segmentieren und man kann auch bestimmte Teile nur in bestimmten Segmenten laufen lassen. Es gibt gute Gründe, warum Verwaltungen vielleicht nur bestimmte Kommunikationswege benutzen dürfen, aber das ist alles organisierbar. Aber darf ich mal einhaken? Wie sehen Sie denn die Datenschutzbedenken, die manche bei Clouds noch vorbringen? Ja, aber es ist eine Frage von Organisation. Also ich kann doch durchaus sagen, ich baue eine europäische Gaia X Cloud, die im europäischen Raum läuft. Wenn ich zum Beispiel im Bereich öffentliche Hand bin, mit sensiblen Daten, nehme ich nur die Netze des Bundes, das sind sogar dann besonders gesicherte Leitungen, route die Daten eben auch nur darüber und lasse es nur in zertifizierten Rechenzentren rechnen. Die Übertragungswege lasse ich mal außen vor. Ich glaube, das ist einfach eine Frage von guter Kryptographie. Das wäre, glaube ich, handelbar. Ja? Allerdings muss man sich dann auch bekennen zu Kryptographie und nicht permanent über Backdoors oder über Frontdoors reden und wieder auf anderen Wegen Verschlüsselung schwächen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, den die Bundesregierung immer wieder macht. Und übrigens auch die Krux des Innenministeriums, dass sowohl Digitalisierung, Cybersicherheit und staatliche Eingriffe durchbrechen von Kryptographie alles in einem Haus hat, ein großes Problem. Ich glaube, es gibt kein Datenschutzproblem, wenn man es ordentlich gestaltet. Wir reden immer so über das Traumland Estland und vergessen, dass Estland auch der Datenschutzgrundverordnung unterliegt, weil es nämlich auch Europa ist. Also es geht. Und man muss es nur wollen und man muss ein großes Projekt daraus machen. Das wird zwar dann schwieriger, aber am Ende wird es, glaube ich, besser. Um nochmal zurückzukommen, die Verwaltung hier in Bodenheim würde die Hundesteuer lieber irgendwo in Europa in der Cloud rechnen lassen und pro
Hundesteuerbescheid abrechnen lassen. Ich bin mir sicher, es wäre am Ende viel günstiger, als den ganzen Prozess im Keller im eigenen redundanten Serverraum auf den Servern rechnen zu lassen, auch wenn man die Software kauft und wartet und so weiter. Das wird sich nicht rechnen. Deswegen meine feste Überzeugung, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Wobei ein gemeinsames Vorgehen, ein gemeinsames Vorgehen in Europa ja auch nicht immer so einfach ist. Ja. Das stimmt, das ist richtig. Man merkt ja, dass der Bereich Gaia-X, weil er aus dem wirtschaftlichen Bereich kommt, ganz gut anfängt zu laufen, zumindest was das Interesse angeht. Die Wirtschaft ist natürlich hoch interessiert daran, dass eben am Ende, wie Sie es gerade schon mal gesagt haben, nicht nur ein Konzept, eine Strategie da steht, sondern dass dann am Ende auch gemacht wird. Und ich glaube, es ist offen für jeden. Ich wünsche mir jedenfalls eine Gaia-X Cloud, in der sowohl die Wirtschaft als auch die Verwaltung, als auch die Bildung, als auch die Gesundheitscloud untergebracht wird bei neuen Methoden, zum Beispiel von Transparenz beim Zugriff auf Daten. Zum Beispiel in Estland sieht jeder, wenn jemand auf meine Daten zugegriffen hat, weil diese Zugriffe protokolliert werden. Das wäre etwas, was wirklich notwendig wäre beim Register. Sie haben die Frage eingeleitet beim Registermodernisierungsgesetz. Vielleicht komme ich da noch gerade zu. Das Registermodernisierungsgesetz geht einen anderen Weg. Dort werden jetzt zentral, also eigentlich ist es richtig, mal vorweg gesagt, dass die Registermodernisierung ist dringend nötig. Ja, dringend nötig. Wir könnten ca. 98% der Kosten beim zehnjährlichen Zensus sparen, wenn wir ordentliche Register hätten. Also es ist irre, was da an Geld verblasen wird, wenn wir Zensus, den wir europäisch vorgeschrieben machen müssen, alle 10 Jahre machen. Es ist auch unabdingbar, wenn man bestimmte Prozesse aufsetzen will, wie nach der Geburt eines Kindes bekommt man automatisch Elterngeld, Daten weitergegeben. Also das Once-Only-Prinzip gegenüber der Verwaltung funktioniert nur, wenn man ordentliche Register hat. Trotzdem muss es verfassungsfest sein. Und die Bundesregierung hat vorgegeben, als vorgeschlagen jetzt die Steuer-ID, die ja jeder Bürger bei der Geburt kriegt und Zugezogene später bekommen können, dass das ein eindeutiges Kriterium ist, das in allen Registern dann auftauchen wird. Das sehe ich sehr kritisch, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, ich befürchte ehrlich gesagt, dass es verfassungswidrig ist. Und dann haben wir nichts gewonnen. Es gibt in Österreich auch ein Modell, wo man in verschiedenen Bereichen unterschiedliche ID nimmt und die sozusagen übersetzen lässt. Ich glaube, das ist etwas teurer, es ist auch ein bisschen aufwendiger zu gestalten. Es wird aber besser sein als ein verfassungswidriges, möglicherweise verfassungswidriges Verfahren, das nachher komplett neu aufgesetzt werden muss, falls das Bundesverfassungsgericht es als verfassungswidrig erklärt. Also Stichwort gläserner Bürger, ja. Deswegen halte ich das für eine sehr gewagte Wette, die die Bundesregierung im Moment macht, eigentlich nur um ihren eigenen Zeitplan zu halten. Sie ist halt etwas in Panik, weil sie so stark hinterherhängt, dass sie jetzt so losgehen muss. Okay, dann kommen wir mal zu den Aufgaben des Ausschusses. Ja, was macht denn so ein Ausschuss Digitale Agenda? Kommentiert der nur die Vorhaben der Bundesregierung oder entwickelt er auch eigene Initiativen? Und was geht denn noch bis zum Ende der Legislaturperiode im Ausschuss? Also der Digitalausschuss behandelt mitberatend alle Vorhaben, die wir als mitberatenden Ausschuss zugeleitet bekommen. Das heißt, wir behandeln nahezu jedes Vorhaben der Bundesregierung mitberaten, in dem irgendwas mit digital drin vorkommt. Und wir beschäftigen uns aber auch mit eigenen Initiativen. Also wir haben schon mehrfach sogenannte Selbstbefassungen vorgenommen. Das heißt, wir haben ein bestimmtes Thema identifiziert und haben gesagt, da, bevor man da jetzt auch vielleicht absehbar in Gesetzesvorhaben geht, wäre es klug, die Dinge anzugucken. Wir holen dann auch Sachverständige rein, indem wir entweder eine öffentliche Anhörung zu dem Thema machen oder ein... Ich finde das immer sehr wertvoll, weil man in der Zeit sehr, sehr gut einen fachlichen Input von außen kriegen kann. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, im Digitalausschuss sitzen schon die digitalsten Kollegen des Bundes. Also da sitzen wirklich Kollegen, die verstehen, worum es da geht. Aber auch wir alle empfinden es als extrem hilfreich, dann nochmal von externen Input zu bekommen. Es ist auch
intensiv über den SolarWinds-Hack informieren lassen vom BSI, vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und vom BMI, weil uns das aktuell einfach interessiert hat. Wir haben das auch im Innenausschuss gemacht, da bin ich auch Mitglied. Und ich merke dann immer, wie untechnisch die Fragen im Innenausschuss und im Digitalausschuss sind. Da merkt man dann schon den Unterschied und der Digitalausschuss hatte absolut seine Berechtigung. Ich würde mir allerdings wünschen, er wäre wirklich in Gesetzesprozesse federführend einbezogen. Das würde aber nur gehen nach den Grundregeln, die wir im Bundestag haben, wenn es auch ein Ministerium dazu gibt. Und das Kanzleramt macht ja keine Gesetze. Von daher ist zwar Frau Beer öfter bei uns, aber letztlich kann sie dann auch nur allgemein berichten. Leider. Okay, was wären denn Zukunftsthemen so vielleicht für die nächste Legislaturperiode? Also in den letzten Tagen hat der Expertenrat für Quantentechnik der Bundesregierung eine Roadmap vorgelegt. Ist das nur ein Hype mit dem Quantencomputing oder ist das eine echte Chance? Und zum Beispiel, wie wäre es denn mit dem Algorithmengesetz? Ist sowas notwendig? Also was wären Projekte, die man demnächst mal unbedingt angreifen sollte als Zukunftsthemen? Also fangen wir mit der Quantentechnologie an. Quantencomputing ist, glaube ich, unbestreitbar eine Zukunftstechnologie. Ich glaube, wir wissen alle noch nicht so recht, wo man es dann konkret einsetzt. Ein sicherer Punkt wird wahrscheinlich Verschlüsselung, Kryptographie sein, zumindest begleitend mit herkömmlicher Kryptographie, Schlüsselaustausch etc. Dazu muss man noch ein bisschen Grundlagenforschung und angewandte Forschung bei der Übertragung von Quantencomputern machen, Stichwort Quantenrouting etc. Da sind ja viele Fortschritte gemacht worden. Das ist aber im Kommen. Ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Was wir machen könnten, auch als Politik, wäre zum Beispiel stärkere Forschungsaktivitäten unterstützen, in der Frage Algorithmen für Quantencomputing zu finden, weil das kann man auch jetzt schon machen, halte ich für unabdingbar. Es ist eine Frage. Sicherheit und auch eine hochwertige Kryptographie ist meines Erachtens die Grundlage dass der digitalisierten, transformierten Welt von morgen. Und da müssen wir dann auch auf dem Stand der Zeit sein. Und deswegen kann man das jetzt schon machen. Die Weichen dafür kann man stellen. Man kann die Forschung fördern. Das war der Quantenteil. Das zweite habe ich jetzt ganz kurz. Algorithmengesetz, also eine rechtliche Regulierung. Ja, das ist ein hoch umstrittenes Thema. Also ich bin der Meinung und auch meine Fraktion, dass wir nicht so etwas brauchen wie einen Algorithmen-TÜV. Das ist gerade bei KI-Anwendungen extrem schwierig, weil man ja gar nicht genau weiß, was der KI-Algorithmus am Ende ausspuckt, wenn man den Algorithmus sieht, ohne die Daten, die er dazu verwendet, weil das ist ja der entscheidende Hebel. Von daher, ich sehe aber den Bedarf, muss man sozusagen, dass KI Grundregeln einhalten muss, die wir in unserer Gesellschaft haben. Das ist ein Punkt, über den auch in der Enquete-Kommission KI intensiv gesprochen wurde. Da gibt es ein paar unterschiedliche Blickrichtungen der einzelnen politischen Kräfte. Dass da etwas gemacht werden muss und dass man das begleiten muss, ist, glaube ich, klar. Ich persönlich empfinde es immer einen schlechten Ansatz, erst etwas zu regulieren, wenn man noch gar nicht weiß, wie es genau funktioniert. Wir haben als Fraktion vorgeschlagen, mehr mit solchen Sandboxen zu arbeiten, indem man Dinge mal ausprobieren kann. Dann sieht man zum Beispiel, dass so ein Chatbot, der KI gesteuert ist, auf Twitter sich radikalisiert, wenn man ihn entsprechend füttert. Das muss man einfach ausprobieren. Und es ist gut, wenn man sowas ausprobieren kann und danach seine Schlussfolgerung zieht und nicht davor. Na gut, man könnte ja ein Gesetz sozusagen für den Wandel machen und es gibt ja schon Erfahrungen, also etwa der Chatbot Tay von Microsoft, da ist ja genau das passiert. Ja? No. Also wir sind ja nicht am Anfang. Brauchen wir nicht auch zur Begleitung irgendwie eine rechtliche Regulierung dieses Prozesses? Ja, also wenn man was regulieren wollte, wäre mein Vorschlag zu regulieren, dass man regulierungsfreie Sandboxen zum Ausprobieren freigibt. Das machen andere Länder, auch übrigens mit anderen Technologien. Wir hatten vorhin das Thema Blockchain. Ich bin ja Mitglied im politischen Beirat des Blockchain-Bundesverbandes, übrigens auch des KI-Bundesverbandes und höre dort immer wieder, dass ein Problem bei Startups ist, dass sie sagen, ja, wir würden ja gerne was ausprobieren und zu gucken, wie es wird. Das können wir aber hier schlecht machen, deswegen gehen wir in andere Länder. Übrigens sitzen die dann teilweise noch in Berlin mit ihren Programmierern, weil die da einen ganz guten Standort haben, aber die Wertschöpfung wandert nachher vor allen Dingen ab und das ist echt schade. Und wir sind eigentlich ein Hochtechnologieland. Bei uns werden
tolle Köpfe ausgebildet an den Hochschulen und am Ende sind sie gezwungen, ihre Technologie woanders anzuwenden. Das ist echt blöd, kann man nicht anders sagen. Also Sandboxes sind sozusagen Sandkastenexperimente, die es international gibt. Das Bundeswirtschaftsministerium plädiert ja sehr für Experimentierklauseln im Zusammenhang mit Ihrem Projekt zu Reallaboren. Halten Sie solche Experimentierklauseln in Zukunft für noch stärker geboten? Also ich glaube, am Ende ist es egal, wie man es nennt und wie man es aufbaut. Diejenigen, die arbeiten und was ausdenken und was ausprobieren wollen, müssen einfach einen rechtssicheren Rahmen bekommen, loslegen zu dürfen. Und ob die das nachher über Sandboxen oder über Experimentierklauseln machen, ist, glaube ich, zweitrangig. Also wir müssen auch gucken, dass wir diese Regelung, die wir dann treffen, nicht so formulieren, dass es nachher so kompliziert ist, zu experimentieren, dass es wieder keiner macht. Also das Thema Bürokratie ist ja nur in Deutschland nicht erst ganz neu. Das ist auch ein Trend in den Ministerien, den ich immer wieder sehe. Wir kommen da mit einer Idee, irgendwas zu ermöglichen und dann werden Regeln aufgestellt, etwas zu ermöglichen und die sind so kompliziert, dass jeder draußen sagt, sag mal, spinnt ihr? Jetzt muss ich erstmal zwei Leute beschäftigen, die zwei Monate lang die Regeln verstehen, bevor ich anfangen kann. Das darf nicht sein. Und da müssen wir ein bisschen lockerer werden, ein bisschen Luft lassen. Wenn Technologie sich entwickeln können soll, dann müssen wir sie auch sich entwickeln lassen und nicht gleich regulieren und nicht mit Regeln und Bürokratismus zuwerfen. Okay, also die Regulierung darf nicht so engmaschig sein, dass Innovationen überhaupt nicht mehr möglich sind. Ich denke, da kann ich Ihnen gerne zustimmen. Ich habe diese rechtlichen Fragen vor allen Dingen deshalb auch gestellt, weil wir in Speyer ja traditionell Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ausbilden. Nicht nur, aber das ist noch ein großer Kern unserer Hörerschaft. Herr Höferlin, wir sind uns, glaube ich, einig, dass Digitalisierung kein Schnupfen ist, der schnell mal wieder vorbeigeht, sondern dass das unser aller Zukunft bestimmen wird. Und von daher können wir eigentlich nur hoffen, dass dieses Thema sowohl in der Bundesregierung als auch im Bundestag noch weiterhin aufgewertet wird. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch und ich denke, unser Rektor hat auch noch einige Impulse für die weitere Tätigkeit hier an der Uni Speyer erhalten, Herr Mühlenkamp. Ja, Impulse und vor allen Dingen entdecke ich Parallelen, Herr Höferlin. Ich bin ja im Moment mehr Manager als Wissenschaftler und mir geht es genauso. Ich wäre auch gerne schneller und hätte bessere Prozesse. Und auch als Rektor einer öffentlichen Einrichtung leide ich, muss ich ganz ehrlich sagen, an zu komplexen und umständlichen Prozeduren. Also ich sehe es genauso. Ich wäre gerne schneller und ich glaube, da stimme ich mit Ihnen vollkommen überein. Wir müssen in Deutschland schneller werden. Okay. Vielen Dank nochmal, Herr Höferlin. Und wir freuen uns, Sie auch, wenn Corona hoffentlich bald mal wieder vorbei ist, Sie auch mal persönlich in Speyer begrüßen zu dürfen. Auf jeden Fall, Herr Höferlin. Also, wenn sich die Dann komme ich sehr, sehr gerne vorbei. Ich freue mich darauf. Sie sind willkommen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und alles Gute. Sie brauchen ja nur mit dem Schiff den Rhein heraufzufahren, wenn wir den Hintergrund hier nochmal ansprechen. Ja. Ja, Sie sind also, ja gut angebunden. Sie haben ja auch noch einen Flugplatz. Okay. Wir haben ja noch einen Flugplatz. Herzlichen Dank. Man kommt immer nach Speyer. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal dann in physischer Präsenz. Dankeschön.